Ein Flugzeug und die billige Animation als Einstieg. Spinnt er jetzt völlig? Einfach dranbleiben. Im nachfolgenden Video wird sich alles aufklären. Erst einmal geht es weiter Richtung Norden, immer parallel zur Ostseeküste. Eine dicht bewaldete Region in Schleswig-Holstein ist mein Ziel. Heute nutze ich die freie Zeit zum Entspannen, denn gemäß meiner Planung werden die nächsten 3 Tage sehr unbequem. Mein Ansitz liegt in einer feuchten Mischwaldsenke. Genauso stelle ich mir einen typischen Fiebersumpf vor, wenn ich in die Geschichtsbücher schaue. Gefühlte Milliarden von Mücken machen auch mir hier das Leben schwer. Mein bewährtes Mückenschutzgerät setze ich hier nicht ein. Zu empfindlich sind die Nasen der Tiere, auf die ich hier warte. Doch erst einmal passiert nichts. Das vielbemühte Zitat, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, sollte für die Tierfilmerei unbedingt angepasst werden. Flexibilität und unendliche Geduld sind Begrifflichkeiten, die in diesem Zusammenhang fehlen. Denn mein Plan, den Dachs mit der Familie zu beobachten, steht von Anfang an auf tönernen Füßen. Der Dachs ist ein Meister der Tarnung. Da nutzt es auch nichts zu wissen, dass sich unter der Erde ein riesiger uralter Dachsbau befindet. Ich sitze in dem winzigen Versteck und starre gebannt auf den kleinen Flecken Wald vor mir. Die Vögel geben, fast unsichtbar, ein tolles Konzert. Nur das Eichhörnchen beschert mir kurze optische Entspannung. Schwer genug, dem quirligen Tier mit der Kamera zu folgen. Bereits der Großvater meines Freundes hat genau an diesem Dachsbau seine Beobachtungen gemacht. Auf 0,8 Quadratmetern harre ich der Dinge. Viel geht mir durch den Kopf. Eine altehrwürdige Kathedrale im Untergeschoss des Waldes, so in etwa stelle ich mir den Dachsbau vor. Meister Isegrim, wie er auch genannt wird, ist ein großartiger Tiefbaumeister. Es sind Bauten mit mehreren 100 Ausgängen bekannt. Die Länge der Gänge kann einige 100 Meter betragen und es werden vielerlei Kammern mit unterschiedlicher Nutzung angelegt. Ein hochkomplexes Meisterwerk, von dem man oberirdisch recht wenig ahnt. Eines ist klar, hier werde ich viele Stunden, ja Tage ausharren müssen. Mit unsicherem Erfolg. Deshalb an dieser Stelle kurz zurück zu dem eingangs gezeigten Flugzeug. Denn jetzt geht es um Lärmemissionen. Etwa 80 bis 90 Dezibel soll der klassische Jumbo, also die Boeing 747, beim Start erzeugen. Solch einen Lautstärkepegel habe ich hier im Wald natürlich nicht zu erwarten. Oder doch? Immerhin, überall zwitschert es und in der Ferne rufen auch hier gelegentlich mal die Kraniche. Das Brutpaar ist mit Küken deutlich ruhiger als üblich. In diesem Sumpfwald sind genau die Vogelarten, die ich aus beliebteren Regionen als weniger ängstlich kenne, extrem vorsichtig. Und so dauert es auch recht lange, bis sich der Erste vor die Kamera wagt. Die kleine Heckenbraunelle scheint für einen Moment total entspannt.
Ein Augenblick, der für alle selbst auferlegte Mühsal entschädigt. Nur mit dem Jumbo kann sie natürlich nicht konkurrieren. Das macht ein anderer Kandidat. Fast jeder hat ihn schon gehört, aber nicht jeder hat ihn auch gesehen. Wie eine graubraune Maus huscht der Zaunkönig rastlos durchs Gehölz. Jetzt in der Brutzeit drücken die Menschen mit 90 Dezibel sehr deutlich aus, wo die Reviergrenzen verlaufen. Meist von erhöhter Position aus. Im winzigen Versteck riskiere ich den Umbau nach links, denn die Kamera ist nach vorne in Richtung Dachsbau gerichtet. Sehr gewagt, aber es gelingt. Mit seinen 9 Gramm singt er nur für mich. Der König der Vögel. Die Mücken sind auch am nächsten Tag auf Partnersuche. Leider bin ich wieder nur ihre Fastfood-Quelle. 9 Stunden werde ich im Versteck ausgesaugt, als sich ein erster Dachs zeigt. Danach ist wieder lange Zeit Ruhe. Noch eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang, ich werde belohnt. Ein Elterntier und 2 Halbwüchsige tauchen auf. Nur kurz, aber was will ich mehr? Am nächsten Tag bin ich vor Ort.
Bei vollem Tageslicht zeigt sich die Dachsfamilie weiter vorn, um dann aber recht schnell im Untergrund zu verschwinden. Am nächsten Morgen geht es nur wenige Kilometer weiter. Auf einem einsam gelegenen Gehöft darf ich mich bei der Beobachtung eines interessanten Vogels einige Tage austoben. Dabei erregt mein seltsames Gebaren immer wieder die Neugier anderer Mitbewohner. Doch davon erzähle ich euch im nächsten Teil. Ich hoffe, dass euch auch der heutige, dritte Teil gefallen hat. Bleibt neugierig, bleibt gesund und verpasst auf keinen Fall den nächsten Teil der Reise.